in Schwerin auf dem Großen Dreisch gibt es einen neuen Ort für das Mecklenburgische Staatstheater in der ehemaligen Druckerei der Schweriner Volkszeitung, der neuen M-Halle, hat am 1. Oktober Schillers Kabale und Liebe Premiere. Und ausführlich stellen wir den Spielplan heute Abend im Kulturjournal vor, nachher ab 19 Uhr hier bei NDR 1 Radio MV. In Pampow bei Schwerin ist heute Mittag ein 63-jähriger Opa mit seinem Fahrrad gestürzt. Der Mann war mit seinem 3-jährigen Enkelkind unterwegs, das im Fahrradanhänger saß. Verletzt wurde niemand, aber es stellte sich heraus, dass der Opa im wahrsten Sinne des Wortes sturzbetrunken war. Bei ihm wurden mehr als 3 Promille Atemalkohol gemessen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. NDR 1 Radio MV. Das Wetter für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Stefan Kalbum in unserem NDR-Wetterstudio. Alle freuen sich auf morgen. Auf